Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zur Kreuzritter-Challenge. Wir sind leider noch keine Kreuzritter, wir sind in Italien beschäftigt und mit wir meine ich eigentlich hauptsächlich den lieben Günner. Grüß dich. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores. Verspricht eine interessante Nummer heute zu werden, ja. Genau, dann lassen wir mal laufen, ne? Ich habe nämlich auch noch gerade hier so einen Krieg in der Sardinien. Oder? Ich möchte nämlich dort eine Sardinenfabrik aufmachen. Entschuldigung. Willst du die Pause rausmachen? Ja, kann ich machen. Okay. Oh geil, wir haben den Kriegsgrund entdeckt. Yeah, 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 endlich. Jetzt kann ich endlich ein paar Kriege erklären. Ey, ohne Witz, ich kann richtig viele Kriege erklären. Das ist richtig, richtig gut. Und keiner kann es mit meiner Finanzkraft aufnehmen. Ich hätte allerdings viel lieber etwas, was mir noch mehr Kriegsvolk ermöglicht, aber es ist halt einfach nicht drin. It's not possible. The game says no. Ich habe schwäbisch-katholische Populisten. Ja, ich sag ja, wenn einer kommt, dann kommen die alle. Jetzt muss. Also, das Problem ist, ich fürchte, irgendeinen wirst du verlieren. Das macht ja nichts. Katholischer Holländeraufstand, was ist denn das bitte? Ach, die sind das jetzt. Oh, das ist ja gemein. Ach, warte mal, und die andere. Aber, hä? Moment mal. What? Und da ist jetzt der Krieg beendet. Okay. Ah, ich hätte das auch annehmen können, ne? Mhm. So sieht's aus, ne? Okay, weiter, weiter, weiter hier hin. Ich find's witzig, da will keiner mehr mitmachen, meinen eigenen Enkel zu ermorden. Finally. Aber warte mal, ich will mir das ausbezahlen lassen. Auch 50 Ducats sind 50 Ducats, ich sag's dir. Wir haben nur 3000 Mann. Wir haben echt nur 3000 Mann. Das Ding will ich auf jeden Fall behalten. Das hier vergebe ich jetzt an einen Ritter von mir, damit ich das hier behalten kann, weil das hier ist der Hammer. Das behalte ich auf jeden Fall. Ich habe jetzt die Argentiera Bergbausiedlung, die baue ich jetzt, Günner. Und zu teuer. Ja. Und die bringt 3 Dukaten im Monat. 3. Wow, Alter. Und die gibt es auf Sardinien, ne? Genau, das ist ja die Cagliari. Also man muss halt wissen, wo halt was ist, ne? Also es gibt halt auch im Reich, also im weißt ja zum Beispiel, Göttingen ist auch so eine Mine, die richtig Asche bringt. Ich glaube, es ist eine Silbermine oder so. Warum ist die Agathe schon wieder? Ach so, die ist unzüchtig. Ja gut, ich meine, was will die arme Frau machen, so wie die aussieht? Die muss sich ja holen, was sie kriegen kann. Weißt du, was ich meine? König von Ossam, Fürstbischof von Namur. Was sind denn das für komische Gebiete, die ich de facto hier erobern kann? Das dauert alles so lang. Emir Gräfin von Antwerpen. Okay. Ja, de facto sage ich jetzt einfach mal, warum nicht? Ach so, ich kann es da nicht den Krieg gegen die erklären, weil du schon gegen die irgendwie in irgendeiner Form kämpfst. Hennegau, da kann ich jetzt interessanterweise zuschlagen.
Ah, die haben den Bastardenkel von mir eingekerkert. Behalte ihn, behalte ihn. Er hat umstrittene Abstammung als Nachteil. Behaltet ihn. Und tötet ihn am besten gleich. Ne? Ja, also, ja. Weg mit dem. Okay, Griff. Du hast dich leider nicht um die Rebellen bei mir gekümmert. Dann ja, ich bin da nicht hingekommen. Ne? Also ich hätte mich sehr gerne drum gekümmert, aber es ging leider nicht. So, da ist da der mit dem schnellen Hirsch drin? Nee, der ist da nicht drin, ne? Moment. Warum belagert der jetzt mich? Ich finde das nicht witzig, dass der jetzt mich belagert. Ja, meine Hauptstadt wird belagert. Also ich werde jetzt hier zum Opfer deiner Ambitionen. Das sind nicht die Truppen, mit denen ich im Krieg bin. Das ist nicht der, mit dem ich im Krieg bin. Okay. Also das ist der ist, ich weiß nicht, wer besetzt. Ich bin nicht mit den diese Anwärterrebellen da, meinst du? Das ist nicht meine. Nee, das sind die italienischen Truppen, die mich hier gerade eben belagern, das meine ich. In Genua. In Genua. Ach so, ja, das sind die Italiener, glaube ich. Es könnte doch einmal irgendeine Aktion auf Anhieb hier klappen. Weißt du, ich finde das gerade eben super nervig. Ich finde das super nervig. Also 80% Chance, es klappt nicht. Vorhin. Meine Frau ist jetzt eingekerkert. Super. Ich fasse es nicht. Lass meine Frau raus, verdammte Axt. So. Jetzt tut dem Blödian hier endlich weh. Weil eigentlich will ich damit alles nichts zu tun haben, was da bei euch läuft. Verständlich. Das geht mir doch alles gar nichts an. So, diesen Krieg haben wir beendet. Und jetzt marschieren wir da hoch und holen uns diese Grafschaft, wo ich de jure der Chef bin. Ach ja. Die bösen, bösen Enkel, ey, ich sag's dir. So, ich bin 64 und mir geht's immer noch in Ordnung. Das hier scheint schnell zu gehen. Das Archonat Königreich Sardinien. Muss ich mir halt auch noch irgendwie holen. Ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich an Truppen da gerade eben von. Wer ist denn das eigentlich? Der Pero. Ich glaube, den will ich auch auslösen. Was können denn diese Typen da? Ach, das ist der! Und wer bist du? Eine Inselchristin. Sag mal, wo kommst du denn her? Was ist denn alles in meinem Kerker?
Und vor allem, warum ist das alles in meinem Kerker? Komm ich nicht klar drauf, du. Der Papst scheint auch keinen Bock zu haben, oder? Weißt du, was der Oberhammer ist? Der Papst kann mir deswegen kein Geld geben, weil er einfach nicht diese Geldmenge besitzt, um sie mir zu geben. Außenposten, irgendwie Festung. Das da. Ja. Kannst du auch dann hier hingehen. Oh, okay, der hat sich irgendwie aufgelöst, der Typ. Was ist das hier? Ist man da schon eigentlich... Oh, Alter, jetzt haut mir noch die Maus ab, ey. Es ist ja so zum Kotzen, ne? Habt ihr es jetzt gleich? Okay. Also so wie es aussieht, hast du diesen einen Krieg ja so einigermaßen im Griff, wobei der jetzt, der hat jetzt wieder genauso viele Männer wie du, ne? Also der andere König. Mhm. Und die Bauern haben weniger als du, aber de facto hast du halt das Problem, du kämpfst halt insgesamt gegen 9000 Mann, ne? Wir kämpfen jetzt erstmal da unten die Italiener nieder, die haben ja auch nicht mehr so viel, ne? Die haben noch mehr Truppen. Du, wie gesagt, das ist nur ein Teil ihrer Armee, den du da gerade bekämpfst. Ja, die anderen müssen ja erstmal kommen, ne? Ja, ja, ich sag bloß. Ich habe noch Verbündete jetzt in den Krieg gerufen. Ich will bloß darauf hinweisen, schau immer auf den Truppenstand und er hat mehr Männer als du. Wenn er sie halt clever einsetzt, dann gut, wie gesagt, Sie haben 200 Mann mehr als wir. Ich weiß. Aber du musst bedenken, dass du halt auch noch einen zweiten Krieg führst und in dem bist du in der Unterzahl. Ich habe keine Ahnung, wie du das jetzt gerade meinst, aber... Du hast zwei Kriege. Ja. Zwei getrennte Kriege. In der einen Krieg hat der Gegner 5000 Mann und du hast 5000 Mann. Und im anderen hat der andere Gegner 3000 Mann. Du bist in der Unterzahl. Das will ich damit sagen. Also in Schlachten... Okay. Grinden die dich, wenn du Pech hast, gemeinsam auf runter. Dauer runter, meinst du? Okay. Richtig. Ja. Das ist einfach nur meine persönliche Erfahrung, weil ich das gerade eben erst im Livestream durchgemacht habe mit dem Königreich Italien, wo mir genau das gleiche passiert ist wie dir. Also das Kaiserreich Italien ist das Letzte, was du haben willst. Das ist einfach nur schlimm. Ja. Deswegen wollte ich auch nur Burgund haben. Beziehungsweise bin halt gerade eben die ganze Zeit dabei, hier die Kultur, also die okzitanische Kultur hier zu verbreiten, damit die steigen dir halt aus kulturellen Gründen aufs Dach, muss man dazu sagen. Also das ist der Hauptgrund dafür. So, wieder ein Verwaltungsvorzug. Das gefällt mir sehr gut hier, die Zentralisierungssache. Was ist das hier eigentlich für ein Quatsch? Warum haben die 29%? Die haben noch nicht mal eine Schlacht gegen mich gewonnen. Was ist denn das? Kriegspunkt. Besetzte Grafschaften. Westfriesland. 7 Punkte. Angreifer kontrolliert Kriegsziel. Was ist denn das Kriegsziel? Wahrscheinlich die Hauptstadt. Ich würde bei sowas immer von der Hauptstadt ausgehen. Ich bin echt gerade ein bisschen unsicher, was genau da die... Warum führe ich meine Truppen an? Alter, was ist denn das wieder für ein Quatsch? So, wen kann ich denn als nächstes angreifen und zwangsvasalisieren? Cambrai. Ja, dann machen wir das. Die ist der Meinung, dass sie das nicht will. Ich bin der Meinung, dass sie das will. Da
Warte mal ganz kurz, ich muss mir das einmal gerade angucken. Was ist denn deren Kriegsziel überhaupt? Verteidigt sich gegen Anführer Ludbert von der Volksaufstand, ja? Ja. So, und wenn ich jetzt hier da mal gucke... Es gibt kein Kriegsziel. Das Kriegsziel ist einfach der Score in dem Fall. Angreifer kontrolliert Kriegsziel steht hier. Ja, der kontrolliert einfach genügend Ländereien. Du darfst nicht vergessen, der kontrolliert Genua, der kontrolliert Städte von mir. Nein, 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 du redest von den Italienern. Ich rede von dem... Ach, den katholischen Holländern. Ja. 14, 19 Punkte habe ich hier. Und was ist das Kriegsziel von denen? Was zum Geier ist das Kriegsziel von denen? Katholischer Krieg begann vor 2 Jahren. Kann ich das irgendwo hier größer machen? Sehe ich das irgendwo? Wo steht denn, wo ist denn, was das Kriegsziel es gibt, ist? Es, auch da gibt es nicht, es gibt es, glaube ich, nicht wirklich ein Kriegsziel. Ich bin bei minus 33 Punkten und ich habe keine Ahnung, warum. Ja, es geht einfach nur darum, dass du wahrscheinlich ihr Land nicht hast. Also du musst halt gleichzeitig in ihrem Land kämpfen und verhindern, dass sie in deinem Land kämpfen. Mhm. Verstehst du? Das sind keine, ich will dieses Land, sondern die wollen ja tatsächlich, warte mal, da können wir mal in die Fraktionen reingucken. Ich glaube, die Fraktionen müssten ja noch zu sehen sein. Ja, will Unabhängigkeit. Die wollen einfach raus aus dir. Alle? Ja. Ja, ne? Das ist der ostfränkische König will raus aus dir. Der Bischof da, diese Gräfin, und die haben sich verbündet mit einem Volksaufstand. Ja, und den von Dokkum. Und was ist das Kriegsziel? Ist die Provinz? Nein, es gibt kein Kriegsziel. Das ist genau der gleiche Krieg wie der andere. Das ist auch ein Unabhängigkeitskrieg. Bloß in dem Fall einfach, dass sie halt jemand anderes auf den Thron setzen wollen. Es geht nur um Warscore. Um mehr nicht, um wie viele wichtige Charaktere du eroberst. Nein, ich frage. Ja, ich weiß, was du und meinst. Und wie viele Städte. Wir haben den Modifikator kontrolliert Kriegsziel. Ja, das Kriegsziel bei ihnen ist ihre eigene Heimat. Das ist nur ein Kriegsziel für dich. Es gibt bei dir kein also, Kriegsziel. Weil die ihre Hauptstadt richtig halten, meinst richtig du? Richtig, ja. So lange tickt das hoch für die. Weil, wenn du sie nicht reinkriegst. Also wenn du sie nicht in den Griff kriegst, du musst sie in den Griff kriegen, du musst ihnen ja beweisen, dass du sie im Reich halten kannst, dann brechen die dadurch automatisch raus. Mhm. Und deswegen kontrollieren sie das Kriegsziel. Also jetzt weiß ich auch endlich, was du meinst. Es gibt halt einfach kein Kriegsziel für dich, also wo sie angreifen könnten. Sie können alles angreifen. Sie können aber auch einfach nur warten, bis es hochgetickt ist. Natürlich bekommen sie einen fetten Bonus, wenn sie zum Beispiel dich, also wenn sie dich haben, ist es sowieso vorbei, aber wenn sie deine Frau oder eines deiner Kinder gefangen setzen, dann bekommen die natürlich einen mordsmäßigen Bonus. Und der kann für dich dann den Krieg schon instant zum Verlust erklären. Ja, ne, das Spiel ist manchmal nicht so ganz transparent. Aber gut, ist halt auch ein Paradox-Titel, ne? Ja, das sind einfach Sachen, die man wissen muss. So also die findet man auch mit der Zeit raus. Hey, ohne Witz, du, niemand will mir den Krieg erklären. Ich habe 2600 Gold einfach mal so rumliegen. Ich würde was nehmen. In dem Moment, wo mir jemand den Krieg erklärt, hole ich mir halt einfach mal den bayerischen Trupp. Schwarm, ja. Und zwar dreimal. Weißt du? Ich heb halt einfach mal 7.000, 8.000 an Söldner aus, weil ich's kann. Ja. Byzanz greift an, probier's doch. Dieser lothringische König, der hat Geld wie Heu. Das Gute ist, dass man Geld halt auch tatsächlich vererben kann. Genau, ja. Das ist auch somit das Wichtigste, finde ich. Ne? Ich hatte noch nie so viel Geld. Also das ist wirklich jetzt hier mit Abstand die größte Summe, die ich jemals besaß. Was ist die Kontrollstufe? Bauernpöbel. Sehe ich, wie stark die sind? Irgendwo? Du siehst die Armee herumlaufen. Oder was meinst du? Hast du jetzt wieder einen anderen Bauernpöbel oder ist es derselbe Bauernpöbel? Ja, noch ein Bauernpöbelaufstand. Aber wo sehe ich, wie stark die sind? Ach, du hast jetzt... Nee, kriegst du jetzt nochmal einen? Bauernaufstand. Ich guck mal, also ich sehe den...
Die Kontrollstufe wird um minus 75 geändert. Erhält größere Autonomie. Kontrollzuwachs minus 50. Volksmeinung plus 50. Aber wo? Aber wo? Hm. Hier steht irgendwie zwei Mitglieder. Der Typ, der mag mich sogar. Grafschaft Köln. Mhm. Die Kontrolle wird um minus 25 geändert. Bauern, Pöbel, Gewinn, Krieger. Komm, da machen wir das jetzt mal so. Ist mir jetzt auch egal. Ist ja nicht allein meine Kontrollstufe, ne? Mhm. So. Ah, das war in Köln. Okay, ja, das kriegen wir schon hin. So. Oh, der Papst mag mich nicht mehr. Dann sollten wir uns nochmal beim Papst einschleimen. Ach scheiße, warum seid ihr denn alle da rausgelaufen? Ach komm, ey, das hasse ich manchmal. Ich hasse die Steuerung der Armeen. Es ist einfach nur schrecklich. Schrecklich, ja. Da bin ich voll bei dir. Du willst halt, weißt du, du denkst, du hast immer diese eine Armee ausgewählt, aber du hast sie nicht ausgewählt. Also du musst eigentlich immer hier die Armeen vor Ort anwählen und nicht unten links in diesem Menü. Weil wenn du da eine anklickst, laufen trotzdem immer alle gemeinsam. Ich meine, vielleicht gibt es da sogar eine Möglichkeit, das umzustellen, aber es ist halt eine Default-Einstellung und ich habe diese dann bisher nie gefunden. Also falls es da eine andere Einstellung gäbe. Mhm. Also momentan sieht es so aus, als ob du diese Kriege alle gewinnst. Ja. Die Frage ist, zu welchem Preis? Ja, ich brauche jetzt erstmal mal hier ein Bündnis mit dem König von Slowenien. Der bringt nochmal 3000 Truppen in den Pott. Inzwischen, weil du das ja auch hast, wahrscheinlich auch in den Ruhrpott. Erstmal rufe ich den gegen Italien in den Krieg. Die Italiener haben nämlich noch die Engländer als Verbündete jetzt mittlerweile. Oh Gott. Und da bin ich... So, okay... Gut, also die Katholiken sind down. Aber der hat die Engländer noch nicht in den Krieg gerufen. Hat er Wessex als Verbündeten? Ja. Aethelwulf? Oh, oh, oh. Aber du kannst froh sein, dass dein Vater nicht mehr da ist. Der hätte den Arsch aufgerissen, du, ich sag's dir. Ja, guck dir mal das Profil an von dem. Gleich, gleich, gleich. Ich guck mir momentan erstmal nur ja, hier an. Du bist beschäftigt, ist okay, ist okay. Ja, ja. Siehst, hör, haben eine Ausrede. Nee. So, dann pass mal auf. Du kannst wenigstens noch ein bisschen Diplomatie. Dann packst du ihn nochmal da rein. So, und jetzt sagen wir hier, dann... Achso, ich muss dann noch abwarten. Dann nochmal ein Freundschaftskomplott gegen ihn beginnen, ne? Mhm. Leute, Leute, Leute. Fraktion gegen uns geschaffen, ich habe so eine Ahnung. Unabhängigkeitsfraktion, ja, es ist schon wieder der König Eberhard. Bei dem wird schon die Leber hart. Pass auf, lass das weg. Kann ich den nicht einkerkern? Schade, okay. Dann mach hier... Können wir da nicht irgendwie so eine... Heirat arrangieren mit irgendjemandem aus meiner Familie? Also den einen Krieg hast du gewonnen? Ja. Hast du tatsächlich den Anführer gecasht, oder? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wodurch der dann letztendlich zu Ende ging. Aber... Ich nehme an, dass es genau sowas war. Ja. So, jetzt müssten wir nur noch die Italiener pinken. Oh, jetzt kann ich nicht gegen die Engelberger zu Felde ziehen, weil du gerade eben einen Krieg mit der hast. Ah! Komisch, ich habe den doch mit meiner, ich habe den mit meiner Enkelin verheiratet, aber wir sind nicht verbündet. Das
So, Mädel, und ich möchte jetzt, dass du ein Gelübde ablegst. Ach ja, stimmt, das müssen wir machen Ach, hier, kann ich oder? nicht? Oh, echt jetzt? Freilassung verhandeln. Die ist kein Höfling von mir, okay. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum ist sie kein Höfling von mir? So, warum? Günner, ich hoffe, dass du mich nicht in den Kerker wirfst, denn ich habe vor, jetzt meine eigene Enkelstochter zu töten. Ich hoffe, dass ja, bin ich halt Familienmörder. Ah, das kann ich erst. Was ist das? 44. Für die nächsten 27 Jahre. Oh, wow. Alter, so lange kann ich keinen Freundschaftskomplott gegen den machen. Das ist ja asozial. Dann wird er ja immer in so einer Drecksfraktion da unterwegs sein wollen. Ah, gut. Ah, okay. Er mag mich, ne? Oder? Stärke der Fraktion, bla bla bla. Fraktionsmilitärstärke. Okay, er ist deutlich schwächer. Ach Gott, ich habe meine eigene Tochter gerade ermordet. Fuck, das wollte ich eigentlich nicht. So berühmte Sätze, die der Mörb sagen kann. Ne? Ja, jetzt ist es auch schon egal. Jetzt habe ich halt auch noch die Enkeltochter umgebracht. Im Alter ist er halt ein bisschen wuschig. Oh Gott, ey. Weißt du, die sehen aber auch beide gleich dumm aus. Scheiße. Ja, dieses Mädel jetzt hier halt einfach, ne? Die. Warum ist die jetzt hier. Ach, der gehört jetzt die Baronie. Okay, wo ist er da unten? Vormundschaft anbieten. Genua. Wenn ich dahin will, muss ich hier durch. Dann lauf mal dahin. Das ist doch Gebirge, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass er da so gut durchkommt. Oh, Slowenien ist da. Nice. Okay, jetzt gnade dir Gott. Jetzt gnade dir Gott. Oh, unsere Kaiserin ist noch mal schwanger. Frieden, sprunghaft und Auf treuherzig jeden ist sie. Fall. Boah. Meine Fresse, du. Das war jetzt schon ein bisschen unangenehm, wie das gelaufen ist gerade eben. Oh Gott, na egal. Ich sag jetzt einfach mal, komm, lasst uns drüber hinwegsehen und einfach mal für 140 Ducats eine Party schmeißen. Dann vergessen wir das auch ganz schnell. Uffs, uffs, uffs. Ey, ohne Witz, ich hab die echt verwechselt. Scheiße. Günner, ich werde diesen Krieg jetzt für dich beenden. Ich habe die Nase voll, dass die Alter, hier meine warum? Ländereien belagern. Ja, okay. Dann sage ich schon mal Danke im Voraus. Ich helfe übrigens auch jetzt gerade mit, deine Länder zu entlagern. Ja, ich entlagere jetzt nämlich auch gleich den Typen. Weißt du, das Problem ist halt, den du bekämpfst, ist halt in-game mein Freund. Ah, okay. Deswegen wollte ich mich da jetzt erstmal einfach so raushalten, aber ich kann es offenbar nicht. Nase voll und so. Belage ich das einfach zurück. Ja, mein Erzbischof billigt mich jetzt natürlich nicht durch diese zwei etwas blöden Familienmorde, die ich begangen habe. Ach, nur zwei. Eine Tochter und dann. Ach so, an meinem Enkel, aber das weiß ja offiziell keiner.
Die Sache mit dem Enkel weiß ja zum Glück niemand. Ja, das wird nicht lange dauern. Und dann möchte ich endlich dieses Königreich Burgund mir so nach und nach holen. Das Problem ist, es wird halt immer noch nicht reichen. Oh, ich könnte dich übrigens zum Anführer einer Armee machen. Ja, wäre ich aber nicht so begeistert. Ja, ja, verstehe. Das wäre dann auch für mich so der Punkt, wo ich sagen würde, okay, Günner, möchtest du dein... Ja, ja. Ich kann dein bester Freund oder dein schlimmster Feind sein. Ist ja gut. Ja, McMoney Sack hat man ja gerne als Freund. Oh, ich habe eine Hingabestufe verloren. Schade. Ja, aber du bist ja auch ziemlich reich. Ja, es geht. Ich habe gerade mal die ganzen... ich bin mal gerade hingegangen, habe die ganzen... Die ganzen Gefangenen mal für Lösegeld freigepresst, ne? Mhm. Sächsische katholische Polizei. Ist die Trulla schon wieder dabei, ne? Das ist doch mal die gleiche Tante da. Ja, jetzt muss ich so einkerkern. Schade. Ich glaube, ich gehe nochmal auf eine Pilgerreise. Dieses Mal nach Vatikanstadt. Einfach, um nochmal so ein bisschen... Nach diesen zwei blöden Morden, diesen zweieinhalb, nochmal so ein bisschen Werbung für mich im Himmel zu machen, weißt du? Mhm. Okay, der Papst liebt mich wieder, sehr schön. Hat das mit diesen Unabhängigkeitsfraktionen eigentlich... Also gibt es da irgendeine Auswirkung bei der Meinung oder sowas? Ja, die Meinung spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle. Ah, ich könnte ihn jetzt, what? Alter, der war noch nicht mal bei 50%. Warte mal, der will jetzt Krieg gegen mich beginnen. Wer? Der König Eberhard des Ostfrankenreiches. Oh, kommt der jetzt auch? Der will jetzt wieder unabhängig werden. Der hat aber ein paar Verbündete. Okay, die sind schlecht, so wie es aussieht. Der eine hat nur 29, der andere hat 1600. 1600 ist unangenehm. 600. Alter, das ist so ein Popelkram. Das ist einfach nur nervig. Ich meine, der schafft es niemals. Ich glaube, meine Verbündeten... Ja, natürlich ist es nervig. Aber deswegen habe ich ja gesagt, bist du dir wirklich sicher, dass du das mit diesem Kaisertum machen willst? Weil das wird dich jetzt auf Trab halten. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das ändert sich jetzt auch so schnell nicht. Ja, das ist ja auch in Ordnung irgendwo. Warte mal, das waren 600, 200, ich rechne mal gerade nochmal hoch, 1000, 3800. Oh nein, mein Bufo ist tot. Also mein Zwilling ist tot. Sehr schade. Kann ich die Ehe von denen nicht auflösen? Das ist ja auch doof. Bei meiner Enkelin kann ich die Ehe nicht auflösen. Damn. Das kann passieren, ja, wenn die halt ein eigener Herr ist. Ja, dann. Ich lasse mir nicht drohen. Dann bin ich wieder, ja, sammel die Truppen... Und, ja, okay, gut. Und wie das weitergeht, sehen wir im nächsten Teil, würde ich sagen. Ja. Wir haben 33 Minuten wieder mal voll. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ne? In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete und, Eddie. Eddie.